Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir haben ja die erste Staffel erfolgreich hinter uns gelassen. Die ersten 20 Folgen waren im Kasten und wenn ihr da die eine oder andere Folge verpasst haben solltet, dann ist das gar kein Problem. Ihr schaut einfach mal in den Videos bei uns im Kanal oder aber auf Playlists. Dort findet ihr aktuell eine Playlist. Beziehungsweise jetzt mit Erscheinen dieses Videos dann auch eine zweite. Ich habe ja gesagt, ich fasse das Ganze jetzt in Zukunft immer unter Staffeln zusammen mit A 20 Folgen chronologisch sortiert. Und so könnt ihr da auf jeden Fall sicher sein, dass ihr nichts weiter verpasst. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit auf das Firmengelände der ehemaligen Firma Flügel und Polter. Ursprünglich wurde das Werk von Richard Flügel hier in Böhlitz-Ehrenberg 1879 gegründet. 3 Jahre später kam dann Hans Polter als weiterer Gesellschafter dazu und dann hat man das Ganze umbenannt in Flügel und Polter KG. 1933 gründete die Firma sich dann neu als GmbH, fabriziert wurden aber weiterhin Gummiwaren. Und diese waren vor allem weit über Leipzig hinaus bekannt, vor allem wurden hier Fahrradreifen hergestellt. 1947 ging dann die Flügel und Polter KG auf der Grundlage des Volksentscheids vom 30. Juni 1946 in das Eigentum des Landes Sachsen über. Man änderte zwischendurch 90 Mal den Namen Elguva Gummiwarenfabrik, das ist das, was man aus Böhlitz-Ehrenberg kennt. Zu DDR-Zeiten hatte man dann die Produktion etwas umgestellt, weg von Fahrradreifen, soweit wie ich das gelesen hatte. Vielmehr beschäftigte man sich dann mit Schaumgummi und so gab es dann halt auch den Beinamen Elguva Schaumgummiwerk. Das Ganze war zusammengefasst in einem VEB mit etlichen anderen Fabriken aus ganz Ostdeutschland und unterstand dann immer wieder irgendeinem anderen VEB. Das ist ja typisches DDR-Prozedere, das will ich uns mal an dieser Stelle ersparen. Auf alle Fälle war die Firma sehr, sehr erfolgreich, weil diese in der DDR die einzige war, die Sitzpolster für Autos herstellte. Und das war gerade für die Geschichte aus Eisenach und Zwickau, wo man Wartburg und Trabant und andere Nutzfahrzeuge herstellte, besonders interessant. Nach der Wende 1990 wurde dann die Elguva als Schaumgummiwerk dann wieder in eine GmbH umgewandelt und zurück auf die freie Marktfläche gelassen. Allerdings ist auch diese Firma ein Opfer des Systems dann gewesen und wie 95% aller Firmen aus der DDR hatte auch dieses geschichtsträchtige Werk hier nicht überleben können. Schlussendlich folgte in den Anfängen der 1990er Jahre dann der Konkurs, die Insolvenz und schlussendlich Stillstand, Leerstand, Verfall, Vandalismus, Zerstörung und alles, was eben dazugehört. Diese Aufnahmen entstanden im Jahr 2015 und leider waren wir hier zu spät, denn man hatte bereits Ende 2011 damit begonnen, das sehr mit Chemikalien belastete Areal zu räumen. Das hier gezeigte Gebäude ist das Pförtnerhaus dieses Firmenareals und das einzige, was unter Denkmalschutz stehend heute noch an Ort und Stelle steht. Das soll es dann auch gewesen sein von diesem Video. Ich werde euch in die Linkbeschreibung unten noch ein bisschen was reinknallen, wenn ihr da noch mehr Informationen wollt. Allerdings ist es da auch etwas spärlich. Ich verabschiede mich noch mit ein, zwei Bildern und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder hören, wieder sehen. Ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal auf unseren Kanal. Bis dahin, macht's gut und ciao.